So, weiter geht's. Und wir erkunden jetzt hier mal die Ruine, mal gucken, was wir hier so finden. Ob wir das finden, was wir uns erhoffen. Twema-Ingot. Auf jeden Fall werden wir, denke ich, eine Menge Twema-Maschinen finden. Habe ich hier nicht sonderlich Lust drauf. Wohin ist denn? Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Was auch immer er für ein Problem hat. Seelensteine. Boah, ich muss unbedingt die Quests weitermachen. Dafür muss ich mich aber erstmal leider von meinem Werwolf-Dasein trennen. Zwergeband 2 lernt man nuscht. Forschungsnotizen lernt man nuscht. Und über die Twema lernt man auch nuscht. Klappert doch noch was in den Rohren rum. Schreck mich nicht so. Habe ich ihn von hier gesehen? Nee. Von wo habe ich den Typ dann beobachtet? Hier habe ich ihn gerade durch beobachtet. Serana, du bist echt saumäßig aufmerksam. Okay, der ist da runtergegangen. Das heißt, wir erkunden mal, haben wir hier vielleicht mal irgendwas? Warte, ich wollte mich das nachgucken. Nee, haben wir hier nicht. Wo ist denn das Ding gewesen, wo ich gerade. Was ist, liegt hier? Zwergenöl, nehmen wir mit. Dürfte ich jetzt bitte? Danke. Speicherung. Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Tja, du hättest einfach mit mir reden können, ne? Aber nein, wir gehen natürlich gleich drauf. Ja, das Gummafläschchen brauche ich nicht. Starker Trank der Heilung. Nehmen wir einfach mal mit, wer weiß. Vielleicht brauchen wir es nicht. Holz für die Axt. Peltowein, negativ. Also, den habe ich schon. Gut, dann kommt da der. Oh, jetzt wird's lustig. Nehmen auch mal mit. Kann ich später bestimmt gebrauchen. Ich brauche etwas anderes. Illusion, nee, Veränderung, Kerzenschein.
Da kommt was raus, da kommt was raus. Ich hör's doch. Oh nö. Inventar, Waffen. Gut, machen wir es anders. Waffen. Habe ich gerade einen rausgeschmissen? Ja, ich habe einen weggeschmissen. Toll, ich bin so blöd. La, ich habe mit euch nichts am Hut. Inventar. Waffen. Zaubertränke. Ah, Hilfe, ich werde verfolgt von einer Zwergensphäre. Oh, nein, das ist jetzt ungünstig. Ja, machen wir die Tür trotzdem mal auf. Zaubertränke. Ich hänge irgendwo fest, das ist uncool. Oh, das war Serana. Sorry, das wollte ich nicht. Aber du hast es nicht anders verdient eigentlich. Ich hatte ihn da nur noch einen Schlag. Oh Mann, oh. Nein, nein. Ihr müsst derjenige. Seid ihr gekommen? Fuß! Das ist alles egal. Vielleicht lassen wir das hier einfach doch erstmal gehen. Ja komm, wir machen erstmal hier gucken, dass wir die wegkriegen. Oh shit! Oh shit! Sorry, Lydia, wollte ich nicht. Die Balzen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das Öl nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, dann jetzt machen wir was anderes. Wir gehen wieder raus hier. Ja, das hat keinen Sinn. Ich kann hier einfach momentan jetzt nicht rein, weil ich keinen Schaden mache. Ich brauche andere Waffen.
Ne, hier geht's nicht lang. Ist zwar jetzt relativ doof. Aber wir müssen später nochmal hier rennen. Also müssen wir die Folge mit dem Enchanten doch vorziehen. Oder kommen wir hier vielleicht schon anders durch? Ich glaube, das ist der Ausgang. Ja gut. Immerhin kann man jetzt hier schon mal hin schnell reisen. Das ist ja schon mal etwas, was wir schon mal erreicht haben. Der Himmelsrand. So, jetzt müssen wir Waffen verbessern. Waffen, Rüstung, alles was geht, müssen wir verbessern. Das heißt, Schnellreise. Mal ganz kurz was gucken. Haus am See. So, Haus Seeblick. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. So, und zwar zum Normalzeitpunkt erstmal gucken. Ich glaube, dafür brauche ich einen Alchemieturm, oder? Was fehlt denn hier noch? Hier fehlt mir, ich glaube, die Schlösser. Also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein. Oder was fehlt? Kuruma Erz. Ja, ich glaube, dafür brauche ich noch. Scheiß Dreck. Wenn ich gehört habe. Gut, das heißt, wir müssen das erstmal alles ablegen, was ich brauche. Nein. Waffen. Bogen der Nachtigall. Frostschaden ist jetzt nicht so geil. Legen wir es mal ab. So, das wiegt nichts. Das Ebenerzschwert macht 33 Schaden, die machen 35 Schaden. Muss ich später mal gucken. Ja. Eisspalter. Kann das Ziel für 2 Sekunden lähmen. Das ist was, was ich auf jeden Fall gerne mal entzaubern würde. Den kann man eigentlich auch entzaubern. Feuermal Error schmeiß ich weg. Mal einfach beide keinen Schaden. Das muss man mal gucken. Klinge der Nachtigall absorbiert 10 Gesundheitspunkte und 10 Ausdauerpunkte pro Sekunde vom Ziel. Das ist natürlich geil. Guck ich mal, dass ich dann Klinge der Nachtigall entzauber. Bekleidung. So, das hier kann weg. Weg. Diadem der Zerstörung. Eigentlich dämlich, dass ich das gerade weggelegt habe. Hol ich gleich nochmal alles raus. Die gucken wir mal, dass wir die zerlegt kriegen, größtenteils. Ansonsten habe ich eigentlich nur. Gut. So, Zaubertränke. Ich lege jetzt einfach mal alles ab, was wir hier haben. Naja, nicht alles. Bücher. Kann man wegtun, das kann man sich mal angucken. Kann man wegtun, kann man wegtun. Die kann man auch wegtun. Schlüssel wiegen ja Gott sei Dank nichts. Sonstiges. Anpassungsfähre. So, das kommt weg. Das kommt weg. Kommt weg. Kommt weg, kommt weg, kommt weg, kommt weg,
weg. Wiegt Gott sei Dank nix. Linkes Auge der Firma, krass, Questobjekt. So, die kann ich alle wegpacken. Quicksilber eingeht. Rechtes Auge der Firma, das kann ich komischerweise wegpacken. So, die brauche ich noch. Der Skelettschlüssel, der bleibt auf jeden Fall. Die kann ich nicht ablegen. Achso. Ich muss mir hier selber dran noch gucken, was ich hier mitnehmen kann. Truhe. Blitzresistent. Nehme ich den mit? Nehmen. So, jetzt gibt es mir hier nur Waffen und alles, dass ich da welche finde. Ist ja eigentlich alles drin, nur nicht das, was ich so war. Die war doch Heiltrank, oder? Ja, doch nicht. Gut. Wo haben wir denn Waffen? Da habe ich keine Waffen reingepackt. Da müssen noch Waffen drin sein. So, auf jeden Fall immer die ganzen. Genau, die ganzen Halsketten hier. Ja, nee, das war jetzt nicht so das, was ich mitnehmen wollte. Ja, doch, wir nehmen die einfach mal mit, die ganzen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Herstellung flinken Finger. Nehmen wir alle mit. Das habe ich nicht schon alles rüsten können. Jo, die kommen auf jeden Fall mit. Beidhändige Angriffe erhöhen den Schaden. Dämmerbrecher, Stück Ziel für 10 Sekunden im Brand. Ja. Habe ich glaube ich schon Schlossknacken erleichtern. Taschentippschiff verbessern. Ich weiß nicht, was mit Stäben genauso gut funktioniert. So. Hunter Armor. Gut. Ich denke, damit haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Wo weiß ich natürlich, dass ein Arcana Verzauberer steht. Richtig. Noch finden da. Ich muss zugeben, die Folge hier wird jetzt vielleicht nicht die spannendste werden, weil wir jetzt einfach nur erstmal enchanten, disenchanten, also verzaubern, entzaubern, mal gucken. Ob uns das viel mehr bringen wird, ich wahrscheinlich nicht. Aber zumindest mal können wir
Schmieden einiges leveln. Was uns auf jeden Fall einen Stufenaufstieg bringt. Und wir können keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Wir können irgendwas dran machen, das ist auch schon mal wichtig. So, jetzt müssen wir erstmal Bekleidung. Können verbessert werden. Das ist auch gut. Wenn ich jetzt noch mehr der Schmiedekunst finde, wäre das schön. Waffenrüstung. Ja. Also das habe ich jetzt mal verbessert, glaube ich. So, gutes. Ne. Weil sonst habe ich, glaube ich, nichts mit. Schmiedekunst. Ne, gut, dann gehen wir jetzt mal hier dran. Entzaubern. Gebindung. Ja, das Verschlingens. Was für eine wundersame Stadt, so offen. Schlossknacken ist 30% leichter, jo. Bessere Preise. Blocken. Der Aufladungen. Flinke Finger habe ich zweimal. Steigert die Gesundheit. Und verursache mehr Schaden. Alles klar, so, dann können wir das Schild ja auch noch zerstören. Jetzt gucken wir mal. Gegenstand. Normaler Goldring haben wir hier 3 Stück. Zack, verzaubern. Ich habe keine Seelensteine mitgenommen. Ja. Mist. Gut, dann machen wir das gleich. Wie sieht ich eigentlich mit diesem... Na gut, ich habe ja nur die anderen Schuhe an. Ja, GG. Sachen, die bla bla bla. So, weiter nochmal zurück hier. Wo haben wir es? Ne, das ist das Werkstatt. Da. In Lüften. In Lüften. Jetzt haben wir ein Problem. Die Seelensteine sind nicht aufgeladen. Das heißt. Ich werde da nicht viel machen können. Verdammt. Da habe ich gar nicht gedacht. Das ist jetzt. Das heißt, wir müssen erstmal jetzt was verzaubern, dass wir Seelen fangen können. Das ist natürlich jetzt doof. Habe ich draußen noch welche reingepackt in die Kiste? Ich glaube, das mache ich doch besser alles offscreen. Ja, komm, ich packe gerade mal noch das rein.
5, 2, 3, 4. So. Ja gut, ich mach das, denke ich, offscreen. So, was machen wir dann jetzt noch? Das machen wir erstmal nicht. Wir könnten... Ah, dieses... Das ist genauso. Nein. Das könnte man machen. Blutlinie, das machen wir, wenn ich, kein Werwolf mehr bin. Bringe... Ja, gut. Muss ich noch welche finden? Nein. Nein. Und verschiedenes bringen das auch... Ja, machen wir... Das können wir gerade machen, genau. Kundigung von... machen wir doch gerade das. Na, Riften ist jetzt nicht das Problem. Und dann suchen wir mal den Rest der Folge, den Priester. Und dann schauen wir mal, dass wir nächste Folge uns von unserem Werwolf-Dasein verabschieden. Der uns ja schon quasi durch fast das ganze Let's Play begleitet hat. Dann mal, dass wir sehen, wie das ist, wenn wir Vampir sind. Muss ich mir nur merken, welcher Safe das war, damit wir später nochmal zurückgehen können und eventuell das Ganze gegen die Vampire spielen können. Darwin wird wahrscheinlich hier hinten sein. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Bei den Acht. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert, als manche Diebe in ihrem ganzen Leben verdienen. Ich dachte, wir reden die ganze Zeit davon. Wow. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt. Ja, das ist kein Problem. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Wieso lasst ihr euch nicht einfach hier nieder und führt mit mir zusammen die Zerstörung? Genau, jetzt gehen wir hier raus. Dann, so, was haben wir hier denn eigentlich schon alles drin stehen? Wir haben 3, 6, 7. 7 Teile. Naja, das ist ja nicht so wirklich viel. Was? Ah, hallo. Was kann Saphir für euch tun? Ich hoffe, wir laufen uns wieder einmal über den Weg. Ja, sehen wir dann. Das ist schon eine ganz komische. So. Also wir müssen jetzt irgendwie den Priester aufspüren. Hier ist ein Pfeil. Wir folgen diesem Pfeil. Ernsthaft? Ach du Scheiße. Das wird, nicht ganz so lustig, denke ich. Keine Ahnung. Felsen und Tal. Spalten und Verstecke. In Landschaften wie diesen gedeihen Einsiedler und Fanatiker. Ich find's so komisch, dass der Schnee schwarz ist hier oben. Oh, das ist kein Feldschaden bekommen, aber es ist aber auch ein Wunder. Ich sehe absolut nichts jetzt hier runter. Ich habe das Gefühl, das könnte tödlich enden. Ich hasse mich allein schon dafür, dass ich immer straight forward irgendwo runterlaufe. Oh. Ja, wenn ich das hier jetzt packe, ist dann auf die Brücke. Easy. So, jetzt müssen wir nur noch darüber kommen. Da ist nirgends. Den. Wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber da ich jetzt eh schon hier unten bin. Nehmen wir den noch einfach mal mit.
Lichtupdate und hier ist noch was. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Marschiert weiter. Das geht euch nichts an. Willst du, ich geh doch einfach noch hier vorbei. Geht weiter. Was braucht ihr? Raus hier. Oh, cool. Na, nö. Irgendwas, was war denn das für ein... Der Verbrennung, des Entziehens. Nee, ich brauche irgendwas, was mir... Fliehen? Nein. Nee. Los doch, marschiert weiter. Nein, sie wissen also schon, dass ich bei den Kaiserlichen bin. Dort vorne müsste irgendwo dann wieder so ein Tempel sein für Drachen oder ein Grab, keine Ahnung. So, jetzt gucken wir erstmal, dass ich die Höhle finde. Komm, spring! Die dürfte auf dieser Insel sein, wa? Plöpp, wie ein Stein, der zu Wasser fällt. Hau. Glaub ich jetzt zu gut. Das war gar nichts. Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Und jetzt erzählt mir doch mal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen Geschenke macht. Ach. Der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Sehr schön. Ich werde mich mit Molag Bal treffen und seinen Altar in Boetias Namen anbieten. So wie früher. Macht mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markart. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Los, hoffe ich doch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier mal noch eine Stufe aufsteigen. Jetzt gucken wir mal gerade, was sieht wie schaut's aus mit schwerer Rüstung. Jetzt haben wir schon... Alter, lass mich mal hier so da drauf. Halbiertsturz schon? Nein. Gut, das heißt, da brauche ich eigentlich noch gar nichts von. Das heißt, ich kann eigentlich auf Schmiedekunst weitergehen. Ich kann Zwergenrüstung und Waffen herstellen und doppelt so effektiv machen. Arcana Schmied, du kannst magische Waffen oder Rüstungen verbessern. Nee, so, danke schön. Kann Elfenrüstung und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Verstärkte Rüstung kann Schuppen und Stahlplattenrüstung. Das ist schon mehr sowas, was ich gerne können würde.
Dafür brauche ich noch einen in Schmiedekunst und ein neues Level. Gut, das heißt, wir wissen ja, was wir jetzt zu tun haben. Achso, einmal kurz nach Markrad reisen. Ach komm, dann machen wir das noch in der Folge hier, oder? Ja, doch. Ich hoffe mal, das wird nicht so viel, was jetzt noch kommt bei der Quest. Im Grunde genommen will er ihn ja nur töten, glaube ich. Den habe ich schon beim ersten Mal komplett übersehen, den Geldbeutel. Wo stirbt er jetzt? Holakbai! Denkt ihr, ihr könntet Poetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterbliche. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Mich nicht. Niemals! Ich werde mich nie ergeben! Das wird euch eine Lehre sein. Ihr Sterblichen und eure zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Dafür werdet ihr bezahlen! Das soll ein Hieb sein! Aufhören! Oh. Ich ergebe mich, Molagbal! Ich ergebe mich! Ihr wollt euch mir beugen? Das bezweifle ich. Ja. Ihr wollt mir eure Seele überlassen? Ja! Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boetia abschwören? Ja! Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn! Nein! Nicht! Der Streitkolben von Molagbal. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterblicher. Wow. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Mhm. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Alles klar, durchsuchen. Ah, oh, der hat ja nichts dabei. Ich würde diesen Streit kümmern. Was kann der denn? Ich habe so viel Scheiß jetzt dabei. Oh. Der macht Schaden. Vielleicht sollte ich doch wirklich von den Schwertern mittlerweile abweichen und auf Streitkolben gehen. Ich weiß es nicht. Oder zumindest mal auf Äxte. Mondstahlschwert, was haben wir denn da? Solange der Mond am Himmel steht, brennt das Ziel. Ach so. Ja, genau, aus der Mondstahlschmiede. Ja, wir behalten diesen Streitkolben mal. Der sieht ganz cool aus. Apropos, sieht man den jetzt, wenn ich ihn anhabe? Ja, der hängt dort. Nice. Wo sind... Hier geht's raus. So.
Ja, und jetzt hier lang. Ich sehe in diesem Haus manchmal einfach nicht, wo es lang geht. So, dann werde ich jetzt einfach mal zwischen den Aufnahmen gucken, dass ich irgendwie ein paar Seelen gefarmt kriege oder so. Wer uns erwartet jetzt wieder irgendeinen Scheiß hier vor der Tür? Ja, dann ist ja gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn ich hoffentlich bis dahin alles aufgerüstet habe, was geht. Also Leute, macht's gut. Ciao.